Auto ist jetzt weg. Jetzt können wir es uns energiemäßig, ups, leisten. So ein Cheat. Piep, piep. Ne, doch nicht. Diesmal ohne piep, piep. Eich. Vor allem, dass er nicht immer noch nicht, wie, was für eine Zukunft haben wir hier? Er kann immer keine Biomasse mit der Hand herstellen. Das ist echt lahm. Ja. Ups, da stand irgendwas im Weg. Eigentlich kann man jetzt in die Maschinen, die wir hinten haben, ja eigentlich überall Zeug reinballern. Für schnelle Arbeiten. Genug Strom haben wir. Ja. Und es lässt sich ja noch ausbauen, das System. Wobei ich nicht glaube, dass wir noch mal 3 Minen dran kriegen würden. Nee, glaub nicht. Ja, gut. Aber es gibt dann hier noch mehrere Kohlevorkommen. Jetzt wissen wir, wie man drankommt. Mal den Biokram hier ausmachen. Den brauchen wir doch gar nicht mehr. Strom haben wir genug. Das auf jeden Fall. Habe ich alles Biofuel-Gedöns ausgemacht. Brauchtest du nicht Biofuel? Nein, ich brauchte Biomasse. Achso. Das sieht von Weitem aus, ey. Ja, ich habe schon schickes Ding gemacht. Schickes Foto. Das ist einfach nur die Schornsteine, die am Rauchen sind. Ja, dann würde ich sagen, weil du bist hier sehr langsam, gell? Da friss. Hier, dick mal hier ein Gas zu. 250% will ich sehen. Schmelze, gib ihm mal Feuer. Oh, ich habe keine Schnecken mehr. Ha. Was denn? Oh, das Landepit ist überraschend groß. Überraschend groß. Ja. Hast du noch Schnecken? Irgendwo? Ich bin noch Schnecken ab. Nicht im Winter. Ich habe jetzt nämlich mal das Zeug da ein bisschen geboostet. Moment, ich habe hier noch Alienpanzer rumfliegen. Blätter, Biomasse, Holz wird Biomasse. Mycelium wird auch irgendwas. Ich weiß nicht, nur nicht mehr was.
Kann man doch hier alles verwursteln. Holzbiomasse, 150 Stück. Das Gel, okay, das Gel-Landepad braucht noch Strom. Natürlich. Auch, die braucht ja alle Strom. Ja. Irgendwie schon. Okay. So. Ich habe hier, glaube ich, genau. Du machst hier immer noch Rohre, oder? Der Container ist voll. Houston, wir haben ein Problem. Was denn? Während wir da hinten rumgespielt haben, sind hier so ziemlich die Container vollgelaufen. Und zwar irgendwie alle. Ja. Das Pad bringt jetzt eigentlich nicht viel. Das ist wahrscheinlich mehr so ein Landepad, oder? Oh, Scheiße. Sollte ich halt abbremsen, aber irgendwie. Das ist ein Landepad dann. Krieg genauso viel Schaden wie immer, als wenn man auf den Boden aufklatscht. Hm. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist voll die Verschwendung. Ah, okay. Ich hab's rausgefunden. Muss genau präzise landen auf dem Teil, obwohl es so groß ist. Ja, ziemlich in der Mitte, glaube ich. Ja. Und wenn du nicht, wenn du es nicht schaffst, ist auch gut. Ist auch ein bisschen doof. Eigentlich. Ist auch nicht. Kann man halt ja auch gleich einfach direkt aufs Maul fliegen. Sag ich mal so. Ja, vielleicht ist das der Plan. Und das wird das Gleiche. Also, da ist es schräg, deswegen geht's nicht. Nicht genügend Freiraum. Habe ich auch nicht. Was zum? So. Manchmal so, keiner hat's gesehen. Kostet das nochmal so ein kleiner Lagercontainer? Dann habe ich alles dabei. Das würde auch gehen, alles klar. So, dann
Logistik. Und den habe ich auch noch da. Keiner hat's gesehen. Eigentlich ist es ja. Mann, die sind hier. Ups, das wollte ich gar nicht. So, komm du mal her hier. Ich brauche ein bisschen Beton. Wo sind wir denn hier? Fundamente hier. Nein, Fundamente. So. Wenn ich jetzt wüsste, bei dem Hub, wo was ist. Ich stelle es mal so rum. Ja, das sieht doch gut aus. Das Ding braucht jetzt nur noch irgendwie so. Wo ist denn eigentlich Stromanschluss hier? Wo geht denn Strom? 2. Nein, Stromleitung. Habe ich nicht. Ich habe doch gesagt 2. Geht das nicht? Doch, geht. Ich nehme den Weg hier fest. Kriegt die jetzt keinen Strom oder was? Doch, eigentlich schon. Kannst du mal schauen, ob ich das richtig gemacht habe, Andra? Wo denn? Ich habe unseren Hub ein bisschen verstellt. Also verstellt im Sinne von woanders hingestellt. Und hab dem auch Strom gegeben, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob das richtig war, weil ich habe dann noch ganz viele Ausrufezeichen, die nicht weggehen. Aber das ist einfach nur, ich muss es jetzt neu erkunden. Stehen bleiben. Keine Ahnung. Na, ich habe es vorher bei mir auch mal. Zeigt ja alles an, als ob da was Neues gibt. Überall. Ja, aber es wird auch nicht grün irgendwie, obwohl er halt genug Power hat. Also eins weiß ich schon mal, also zumindest habe ich schwer den Anschein. Dein
deine Pets ziehen ziemlich viel Strom. Meine was? Deine Pets. Deine Sprungpets. Okay. Ist aber schon richtig gemacht, oder? Scheinbar nicht. Nicht. Sieht bis jetzt jetzt einfach nochmal, indem ich die Dinger nochmal setze, keine Ahnung. Ist auch nicht, warum die jetzt nicht funktionieren. So, das war die Rüstungswerkstatt, Werkbank. Hier rum ist nach vorne und hinten bei dem Vieh. Ach, soll ich dir sagen, warum die rot leuchten? Warum? Weil ich keinen Treibstoff mehr drin haben. Ist doch völlig egal. Na, dann leuchten die halt rot. Sind die bescheuert? Nächste kann auch weg, die ist all, da ist nichts mehr drin. Man kommt mir jetzt nur so vor, nee, die schwebt. Hm. Muss ich die Werkbank? Dann muss ich es anders machen. Also die Werkbank habe ich gerade weggemacht, Entschuldigung. Ach ja. Ist doch egal, mach doch was du willst. Nee, ich muss sie dir gleich wieder hin. Nö. Doch, so war mein Plan. Ach, man dreht dich ja einfach manuell hin, wenn du nicht willst, so. Blödes Vieh. Kannst du mir mal oben das Gestrüpp hier bitte mit deiner Kettensäge entsorgen? Mhm. Wie viel Platz braucht die denn? Zwei oder drei? Falsch rum. So rum. Habe ich die jetzt richtig gesetzt? Nein, oder? Doch. Nee, die wollte ich ein Stück weit dahinter haben. Achso. Dann nicht. Ist dieser blöde Felsenweg. Na, das passt wieder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hui. Oh, ich probiere es mal von der Seite aus hinzustellen. Steht die jetzt am Boden oder schwebt die? Ich sehe das nämlich leider nicht. Ja, die schwebt. Schwebt auf dem Felsen noch ein Stück. Hä? Ich... Na, hinten geht halt ein bisschen hoch und das... Ja, deswegen spielt die wahrscheinlich, wie es aussieht. Das finde ich nicht gut. Ne. Oder fehlt mir da hinten einfach, weil mir das Fundament da hinten fehlt. Schauen wir mal. Fundament. Also ich stehe Weg. Natürlich. Rüstungswerkstatt. Na, es ist egal, wie ich es mache, es passt da nicht hin. Braucht ihr eigentlich auch Strom? Das Teil auch so raus. Ja. Nö. Muss er nicht anklemmen. Dann stehst du jetzt da. Schade, ich dachte, ich stell die, kann die oben hinstellen, aber wenn es nicht geht. Sehr schade. Wobei ich glaube. Na, ich muss die
die Hub noch mal verstellen. Irgendwas habe ich jetzt gerade abgebaut, was ich nicht abbauen wollte, glaube ich. Spezial-Hub. Wie weit habe ich ihn da hinten zur Wand? Ich sehe das nämlich immer nicht. Kannst du noch? Also zu mir. Aber die schwebt doch schon wieder, oder? Ja, ein bisschen wegen dem Scheißberg wieder hier hinten, was hier ein bisschen hoch geht. Aber ich habe sie doch vorhin auch dahingestellt und sie ist nicht geschwebt. Verstehe ich jetzt nicht. Sieht es auch nur so immer so aus, ich habe keine Ahnung. Und wo ist jetzt schon wieder vorne und hinten? Das ist hinten, wo die Generatoren stehen, sind diese komischen Dinger hier. Okay. Vorhin war nämlich das Problem, dass man hier nicht vorbeikam. Na, so kann man es machen. Dann kommt man hier schön vorbei. Hui. Ja, Quatsch. Dann hat man hier einen guten Platz. Hier ist jetzt schön Platz. Und eigentlich kann man den Strom... Warte mal, wie kann man den jetzt hier am dümmsten verlegen? Ja, da können wir uns ja dann ein anderes Mal drum kümmern. Ich glaube, für heute haben wir einen ganzen Batzen geschafft. Herr. Ja. Allein unsere fette Stromversorgung, die für die nächsten Stunden erstmal reichen sollte. Ja, echt. Das Förderband läuft, obwohl es nicht läuft, alles klar. Die Animation ist immer an, irgendwie komischerweise. Ja. Okay, hier kann man schön durch, gefällt mir auch. Gefällt mir. Nur halt die Verkabelung vom Strom ist noch ein bisschen suboptimal. Ja. Also geht er wieder nicht. Bin ich dämlich. So, Beton, den ich nicht mehr brauche, kann ich mal da reinschieben. Eisenplatten kann ich hier reinstopfen. Das kann ich hier reinstopfen. Sortiere dich mal. Irgendwas habe ich doch vorhin auch hier in rauen Mengen reingeschoben. Genau, nochmal Eisenplatten. Stahl. Das hier, das kann auch raus. So, irgendwo hatte ich doch gerade Beton. Hier, Beton. Naja, ich bin, denke ich mal, raus jetzt schon. Naja.
5 Minuten sind es noch. Hier kann noch Biofuel rein. So, hier kann das rein. Dieser komische Lampenschirm. Das, das, das. Gewebe. Bauxit war da drinnen. Das war alles da drinnen. So. Ich sortiere gerade noch ein bisschen Kram aus. Der ist voll. Alter. Unsere Container laufen wieder voll. Natürlich. So, hier geht noch das Kupfer rein und das Kabel. Gut, dann fürs nächste Mal haben wir dann wieder noch mehr auf der Platte. Da müssen wir nämlich da mal ein bisschen die Versorgung, also die andere Versorgung ein bisschen in den Griff bekommen. Automatisierung heißt das Zauberwort. Oder vielleicht gehen wir einfach mal her und bauen uns ein Haus oder so ein Scheiß. Kann man ja auch machen. Ja, es gibt nur ein Problem. Es gibt keine Decken oder sowas. Nee, das machst du mit den Fundamente. Naja, es geht auch nicht. Habe ich schon probiert. Die sind zu dick. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die sich Häuser gebaut haben. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die haben wahrscheinlich sehr große Wände gemacht. Ich vermute mal, vielleicht haben sie es mit den Gehwegkreuzungen gemacht. Das bei der Brücke versucht, da ging es komischerweise nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe gesehen, dass sie halt entsprechend Sachen gebaut haben. Aber da gab's. Nee, warte mal. Ich glaube, das liegt daran, dass wir das noch nicht können. Okay. Da gibt es nämlich Sachen, wie du nach oben baust. Da kannst du auch die Container stapeln und Zeug und hast du nicht gesehen. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass wir das einfach noch nicht können. So, hier. Ich habe die Knarre gebaut. Ernsthaft? Okay, du hast immer nur einen Schuss drin. Okay. Wir sollten nachladen. Macht das viel Schaden? Schieß mal auf mich. Wenn ich sterbe, ist ja egal. Ich stehe genau hier. Also tot bin ich nicht davon. Warte mal, ich habe jetzt 4,5... Ist von mir vorweggeflogen. Yeah. Ich habe jetzt knapp 3,75 Herzen. Schieß mal auf mich. Ja, ist... Es macht ein Herzpunkt weg. Also ein Lebenspunkt. Ein wow. Schuss. Ja, ist jetzt nicht die Welt, das ist wahr. Hat sich ja Zahn gelohnt. Wie schon geahnt. Ja, gut. Ist es aber auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja damit gerechnet, dass es nichts Besonderes ist. Ja. Also bin ich auch nicht enttäuscht. Ich wollte mal diese Sprungstelzen probieren. Ja, und warum machst du es nicht? Weil ich kein... Dafür bräuchten wir 50 dieses Turbo-Drahtzeug. Und? 50 sagst du? Mhm. Warte. 3 von diesen modularen Rahmen. Ich glaube sogar, die habe ich noch irgendwo rumfliegen. Ah, hier, ich hab schon gefunden. 50 Draht? Naja, Turbo. Falsche Knarre. Falsches Ding. Hier. Da, Draht. Die kann man angeblich im Körperslot reinziehen, also da, wo es angeblich noch Platz frei hat. Okay. Bin mal gespannt. Die machen. Wahrscheinlich genauso wäre für den Arsch. Ja. Aber sieht man die überhaupt nicht, ne? Doch, doch, die sieht man. Warte. Ich sehe so komisch, was sind hier an mir.
Ich habe ein Foto geschossen. Okay, ich kann ein bisschen höher springen. Das ist aber schon gut höher. Halt. Sprungstelzen halt. Halt schon mehr? Bin ich auch schneller? Ja, ich würde sagen schon. Mit Sprinten ist das jetzt. Und erstmal rein. Voll in die Maschine reingelüpft. Also so weit tüpfe ich. Ohne Sprungstelzen. Und probier die und du mal an, die Teile. Aber mir sieht man, also wenn man die runter guckt, sieht man die gar nicht. Na okay, die sind wirklich an der Beine, aber gut, wenn man runter guckt jetzt, guck mal runter. Naja, doch, man sieht schon, dass was dran ist. Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen, komischerweise. Ja, man springt fast so hoch wie es ins Stromkabel. Spring mal, also hier vor mir. Spring mal vor mir. Das war's dann. Da komm, spring doch mal, komm los. Spring. Ja, das war so klar. Na, wir haben uns immer gewundert, was in den Slot reinkommt, weil jetzt. Ja, jetzt wissen wir's. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, dass der Slot da oben ist, ne? Vor einer Brust, aber hey. Ey. Hey, meine Waffe schwebt. Ja, irgendwie ist das so ein bisschen leicht verbuggt, wenn ich die anschließe. Jetzt bin ich tot, danke. Das war, ich glaube, das war ein Headshot. Nee, ich hab einfach kein Leben mehr. Ey, Finger weg von meinem Kram, ja. Okay. Naja, ich glaube, das ist nur so eine. Das ist auch diese Fernkampfwaffe, das glaube ich auch nur zum. Ein bisschen Spaß hat und so. Ja, hat man doch damit. Scheinbar. Echt, wir haben noch vier Rahmen da drinnen. Warte mal. Okay, kann ich das Vieh abschießen? Welches Vieh willst du abschießen? Dieser fetten Rochen. Nee, ich glaube nicht, dass du den abschießen kannst. Der ist aber zu schnell. Ich glaube auch nur, dass der Deko ist. Man kann aber auf dem Land nur mit dem mitfliegen. Okay. Habe ich vorgestern im Video gesehen, glaube ich, war's. Wo sind denn die Schmelzen hier? Da. Blödsinn. Die sind beide voll. Na super. Na okay. Dann müsste ich auch rein. Na gut. Kohle hier, das hier und so und fertig. Gut, dann würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein, oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wadasch. Sprich du auch noch? Ja, ciao, ciao. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder hier. Natürlich gleich wieder und so. Ne? Ciao.